Lauterbach und Fliesen, hier ist Markus Bernd. Herr Bernd, Sie lieben Fliesen, richtig? Hallo. Ja, seit meiner Lehrzeit bin ich in diesem Betrieb, schon seit fast 37 Jahren, befasse ich mich mit Fliesen, okay. Und es macht Spaß. Sie kommen aus Lauterbach, richtig? Ja. Genau, der Betrieb ist auch in Lauterbach und hier kann man wirklich sagen, hier gibt es Unmengen an Fliesen. Wir schauen uns einfach mal um. Es gibt ein tolles neues Lager, was Sie gebaut haben. Da ist es noch ein bisschen, ich sag mal, in der Zeit. Es wird gerade erst bestückt. Sie haben es ganz neu gebaut, richtig? Jawohl. Genau, wenn Sie mal kurz öffnen, mal vorgehen. Schauen wir uns das mal an. So sieht es aus. Was ist denn an Fliesen so toll? Warum soll ich denn Fliesen nehmen und keinen Holzboden? Gut, die Funktionalität und die Lebensdauer von Fliesen ist halt, denke ich, gegenüber Holz ein Vorteil. Bei Kombinationen im Bad oder bei Fußbodenheizung spricht eigentlich alles für die Fliese. Okay. Das heißt, ich habe den Vorteil, bei einer Fußbodenheizung ist Holzboden sowieso suboptimal, oder? Das heißt, der dämmt ja dann noch die Wärme, oder? Richtig. Holz wird als Dämmmaterial benutzt und jeder Schreiner müsste eigentlich seinem Kunden sagen, dass Holz nicht die optimalste Lösung dafür ist, dass sich dafür andere Materialien wie Keramik besser eignen. Genau, jetzt ist die Halle ist ganz neu, die wird jetzt erst bestückt, ja? Das genau. Heißt, wir sind mitten am Einrichten, aber das ist schon eine Rieseninvestition, die Sie getätigt haben, oder? Jetzt hier. Ja, es war aber der richtige Schritt in der heutigen Zeit. Bei der Riesenauswahl muss man eine gewisse Lagerführung haben, um dem Kunden halt gewisse Fliesen vorzuhalten. Wir gehen am besten mal kurz mal rein. Es gibt noch ein großes Außenlager, das heißt, Sie haben ja auch Fliesen, die es schon länger nicht mehr gibt, auch vorrätig. Ja, das ist ja auch ein Teil des Konzeptes, dass Sie auch lieferfähig sind bei bestimmten Sachen über Jahre hinweg, richtig? Richtig. Man hat halt über die Fliesenverlegung halt, die ja schon seit 40 Jahren besteht, ältere Fliesen auch angesammelt, wobei es ist schwierig, bei der großen Auswahl der Fliesen immer noch mal Reste zu haben, um einem Kunden für eine Reparatur behilflich zu sein. Das heißt, der Kunde kann aber gerne mal zu Ihnen kommen, er kann die Fliese mitbringen oder ein Foto und Sie finden irgendwas Ähnliches. Natürlich, natürlich. So, jetzt sind wir auch beim Thema Fliesen. Man kennt Sie ja als Lieferant für hochwertige Fliesen, aber was die wenigsten wissen, Fliesen gibt es bei Ihnen schon für 6, 8 Euro, Wandfliesen zum Beispiel, richtig? Ja. Genau, wenn ich jetzt hier in der Ausstellung bin, wie fängt das an, so ein Beratungsgespräch jetzt? Also wenn ich jetzt hier bin, suche eine Fliese. Gut, in der Regel gibt es zwei Richtungen von Kunden. Der eine hat schon eine Vorahnung, wie das Gesamtkonzept aussehen soll und der andere kommt halt sehr unbedarft in die Ausstellung. Man lässt ihn zuerst mal etwas Anregungen sammeln, bevor man ihn anspricht und gezielt in eine Richtung versucht zu beraten, was für ihn wichtig ist. Wenn wir mal so eine Wandfliese sehen, zum Beispiel für 6, 8, 9 oder 10 Euro, können Sie mir die mal zeigen? Können wir in den unteren Bereich der Ausstellung gehen. Hier oben sind halt Bäder gezeigt, Badanwendungen auch, Waschbecken. Und im unteren Bereich kommt man zur eigentlichen Fliesenausstellung. Die Auswahl ist riesig. Ich habe es befürchtet. Wir verfügen um ca. 1500 Sorten Fliesen. Hier geht es über das Bewegungslicht an. Und dann gibt es halt hier, früher hat man das den sogenannten Neubaubereich für die Kunden beschrieben, dass man das Sortiment von unten her aufgebaut hat, halt Angebotsfliesen für eventuell untergeordnete Bäder im Zusammenhang nachher mit halt sehr exklusiven Fliesen. Okay, das heißt, ich liege jetzt hier bei ungefähr 10 Euro der Quadratmeter. Richtig, richtig. Und das Thema Lieferung ist auch so, und das heißt, ich habe mich für die Fliese entschieden, Sie liefern die frei Haus ab einem gewissen Auftragswert. Ansonsten genau. Liegt es bei rund genau. 40 Euro. Jawohl. Wenn ich jetzt auf eine hochwertige Fliese gehe, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Jetzt zum Beispiel bei einer Fliese jetzt für 10 Euro im Vergleich zu einer Gut. Fliese für 20, 30? Man unterscheidet halt heute die Standardformate oder Standardfarben ganz einfach. Es geht in zwei Richtungen, entweder ein weißgrundiger Belag oder ein cremegrundiger Belag an der Wand. Dazu werden meistens Kontrastböden verwendet. Die Unterscheidung
gibt es einmal in der Serie des Herstellers, dass er exklusive Kombinationen mit anbietet, die über Mosaike oder großformatige Fliesen verbunden werden können. Die, sage ich mal, günstigeren Varianten muss man halt selbst zusammenstellen. Der Hersteller zeigt mir bei den gehobenen Serien fertige Bilder, wie man hier sieht, wo man schon Anregungen sich also sammeln kann. Das ist ein AZ, wo ich also praktisch die Akzente, die so eine Fliese natürlich unterscheiden, gleich mitgeliefert kriege, genau, wenn ich das will. Genau. Das ist aufeinander abgestimmt dann. Richtig. Und je aufwendiger oder vielseitiger praktisch das Programm einer Serie ist, dementsprechend wird es auch immer etwas teurer. Natürlich zählen auch die Fliesengrößen dazu. Manch ein Hersteller unterscheidet sich halt durch Nischengrößen. Das heißt, man kennt das Format 30x60, da liegt wohl heute die größte Auswahl in einem Farbspektrum oder in der Preisauswahl. Fachberatung ist ja gefragt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier durchgehe und bin jetzt selber kein Fliesenleger, wo ich dann ganz genau weiß, was ich will, ja, dann ist es schon ganz sinnvoll, dass die Leute zu Ihnen kommen, oder? Natürlich. Das ist auch in den meisten Fällen der Fall, dass die Kunden nicht immer mit dem heutigen Material sich auseinandersetzen können und fragen halt. Der Hauptaspekt geht da bei bodengleichen Duschen in die Verwendung von großformatigen Fliesen und was da den Unterbau betrifft. Wenn Sie mir das vielleicht auch mal kurz zeigen können bei den Duschen. Da gehen wir in ein Bad. Auch hier ist natürlich die Anwendung jeweils aufgebaut. Ja. Man sieht halt bei uns in der Ausstellung, da wir Fliesenleger sind, in den wenigsten Fällen Wannenanwendungen im Bodenbereich für bodengleiche Duschen, sondern man zeigt halt verfließte Flächen. Was natürlich einen riesen Vorteil hat, ich kriege mal ein Problem später im Alter, es ist barrierefrei. Richtig. Die Aufbausituation ist halt sehr gering. Vor allem ist es sehr individuell von der Größendarstellung. Man ist also auf keinen Millimeter festgelegt, wie groß eine Dusche dann gebaut werden könnte. Was der Kunde halt hier immer sieht, ist ein fertiges Produkt mit einem Oberflächenbelag und erkennt halt nicht die Problematik im Untergrund, die wir als Fliesenleger bearbeiten müssen. Das heißt, alles, was hier so einfach aussieht, das ist schon Arbeit, oder? Genau. Wenn man nach unten erweitern muss, oder? Es ist wie bei vielem, dass der Bau der Unterkonstruktion viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, wie nachher das fertige Bild. Das heißt, Sie können auch beraten, Sie selbst sind ja auch Fliesenleger. Natürlich. Das heißt, Sie wissen, was geht und was nicht geht. Ja. Ist das schon öfter mal der Fall, dass Sie auch mal raus müssen, sich das mal angucken müssen, wo Sie dann sagen, ich komme lieber mal vorbei, guck mir das mal an? Dafür kommen die drei Kollegen in der Bauleitung halt zum Endkunden, die sich das ansehen müssen eigentlich, bevor ein detailliertes Angebot gemacht wird, überarbeiten. Damit man über den Sachverhalt, was vor Ort möglich ist, überhaupt im Klaren kommt, dass eine bodengleiche Dusche eingebaut werden kann überhaupt. Jetzt bin ich zum Beispiel Handwerker. Das heißt, ich kann meine Fliesen selber bauen. Ich bekomme ja auch Unterstützung. Ich werde da also nicht böse angeschaut, wenn ich sage, ich brauche die Fliesen, helft mir mal. Nein. Das ist euer Job, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Also man bleibt da, ich sage mal, mit dem Handwerker Kollege eigentlich und beschreibt ihn auch Probleme, auf die er kommen könnte, die er noch nicht weiß, vor allem mit Formatgrößen oder Formatstärken oder gerade mit dem Duschaufbau halt auf verschiedene Kriterien, auf die er achten muss. Okay, das heißt, es gibt also zwei Bereiche. Sie haben also einmal den, ich sag mal, Fachhandwerker, der in der Lage ist, das alles selber zu installieren, den können Sie unterstützen. Der wird hier auch nicht böse angeguckt, sondern der kriegt seine Fachtipps mit allem Pipapo und es genau. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, komplette Bäder hier Jawohl. Zu erwerben, richtig? Jawohl. Sie sagten eben, die Auswahl ist schier riesig. Das ist definitiv der Fall, oder? Wie viele Fliesen-Demos haben Sie hier? Tausende, oder? Ja, also man kann davon ausgehen, dass hier ca. 1500 Sorten Fliesen mit Oberflächen, Farbmischungen, Größen und dergleichen dargestellt sind. Es gibt zwei Ausstellungen. Es gibt eine jetzt in Saarbrücken selbst. Jawohl. Genau, dort ist die Auswahl auch riesig, habe ich gesehen. Wo ist sie größer? Ist sie anders? Ist sie gleich? Oder
Sie ist etwas anders aufgebaut, was die Ausstellungsdarstellung betrifft. Saarbrücken wurde als Ausstellung gebaut. Das ist eine große Halle, in der sich der Kunde eventuell etwas besser orientieren kann wie bei uns. Dadurch, dass hier ein Anbau gemacht wurde, wo die Badanlagen gezeigt werden, durch den Zwischenflur verbunden zu der eigentlichen Fliesenausstellung, wo manch einer Kunde reinkommt und meint, er hätte schon alles gesehen und ist eigentlich nur im vorderen Badbereich und nicht die Auswahl der Fliesen gefunden hat. Das heißt also, eigentlich hier ist so der Fachhandwerker auch schon mal zu Hause, der, ich sag mal, rumgeht, das findet, was er sucht letztendlich. Und ich sag mal so, in Saarbrücken ist das natürlich ganz neu aus einem Guss, ja, da war es ein bisschen einfacher, oder? Ja, genau. Man muss auch die Standorte unterscheiden, dass natürlich Saarbrücken sehr zentral für viele Saarländer liegt und Lauterbach eigentlich auf der Landkarte schon zu Frankreich gehört. Ja, quasi. Ja. Dadurch verliert sich eigentlich hier auf der Hauptstraße nur ein geringerer Teil. Eine sogenannte Laufkundschaft kennt man hier in Lauterbach eigentlich nicht. Das heißt, die Leute, die kommen ganz gezielt her. Ganz oder? Gezielt, ja. Genau. Es gibt hier Spezialmaschinen zur Bearbeitung der Fliesen, wenn Sie mir die mal zeigen können. Das ist nämlich ein starkes Plus. Sie haben für mehrere hunderttausend Euro Maschinen hier rumstehen, ja, die Sie natürlich auch selber brauchen bei 40 Leuten. Die genau. Sie haben. Das ist jetzt mal ganz spontan, hat man nicht vorbereitet. Aber die Maschinen haben es wirklich in sich, oder? Ja, natürlich. Mit den Maschinen kann man halt das machen, was, ich sag mal jetzt, der Handwerker vor Ort nicht mehr leisten kann. Ob das größere Platten sind, die zugeschnitten werden müssen mit speziellen Lochbohrungen dergleichen, was vor Ort nicht geht im Nassverfahren. Hallo. Das Fernsehen ist da. Das Fernsehen ist da. Das heißt auch, ich kann hier Nuten machen, ich kann hier fräsen. Genau. Wir arbeiten mit der Variable in der Verlegung, dass man Fliesenkanten entweder mit Schienen bearbeitet, damit die Außenkante neutral bleibt, oder aber, dass man mit Gärungsschnitten arbeitet. Das heißt, was ist jetzt, was für eine Maschine hier, was sehen wir hier? Das ist ein großer Tisch zum Zuschneiden von größeren Platten, ob Naturstein oder Feinsteinzeug. Die Maschine wird vorprogrammiert für die jeweiligen Arbeiten nach Schablone oder nach CAD-Zeichnungen, wo der dementsprechende Schnitt dann an der Platte gemacht wird. Das heißt, ich habe auch Ablaufmöglichkeiten, zum Beispiel in der Küche oder so. Genau. Das kann man alles schon direkt reinfräsen, oder? Jawohl. Genau, die ist noch relativ neu, die Maschine, oder? Ja. Ja, die steht noch gar nicht so lange da, ist aber schon fast täglich in Betrieb. Okay, das ist, was für eine Maschine ist da? Das ist ein Kantenautomat. Da werden zum Beispiel Platten durchlaufen gelassen, wo die Kante wie bei einer Fensterbank oder dergleichen gefasst und poliert wird. Okay, klasse. Das Beste ist, wir gehen nochmal rein. Also ja. Das ist jetzt so eine kleine Auswahl Maschinen, die da sind. Das Wichtigste war ja, dass man das einfach mal sieht. Das heißt, eigentlich ist rund um das Thema Fliese wird hier alles abgedeckt, oder? Jawohl, jawohl. Es gibt also kaum noch Arbeiten, die wir nicht bewältigen können. Von der Größe der Platte her bis zur Dicke ist eigentlich fast alles möglich. Zubehör, egal was ich brauche fürs Fliesen, das finde ich hier, oder? Jawohl, auch das ist größtenteils eingelagert. Gewisse Sachen sind aber auch da vom Angebotsfeld so breit, dass man da auf Werksbestellungen halt zurückgreifen muss. Die Schienenauswahl wird immer breiter. Oberflächen außer pulverbeschichteten oder Edelstahl-Oberflächenschienen gibt es halt noch neuere Programme. Und durch die verschiedenen Fliesenstärken kann man das eigentlich nicht alles einlagern. So, man kann eigentlich hier ganz schön sehen, was Ihre Maschine zu leisten imstande ist. Das ist so eine Fräsung, oder? Richtig. Das ist eine Arbeitsplatte mit einem vertieften Tropffeld. Das wurde halt alles auf der Maschine gemacht. Das Innenbecken aus dem gleichen Material. Man muss dazu sagen, der Werkstoff ist ja hart, oder? Das ist nicht so einfach. Ja, Granite sind halt sehr harte Gesteine oder Hartgesteine, in dem wahrsten Sinne des Wortes, die sich halt für derartige
Beanspruchung dann auch eignen für die Küche. Schneiden, ja, genau. Klasse. So, zusammenfassend. Also es war ja mein erstes Video. Wir wollten eigentlich mal zeigen, ja, wie das hier abläuft. Das heißt, von einer ganz hochwertigen Fliese, von einem Bodenbelag, der aussieht wie Holz, aber eine Fliese ist, ja, es gibt hier einfach alles. Von, ich sag mal, 6, 8 Euro bis hin zu, wie viel, 150 Euro der Quadratmeter? Nach oben keine Grenzen, nach unten ist es natürlich immer etwas schwierig, gewisse Materialien unterpreisig darzustellen, weil die Verhältnismäßigkeit zur Qualität immer noch da sein muss. Okay, klasse. Sie sind jetzt nochmal, wie lange sind Sie im Unternehmen? Sie haben es eben gesagt. 37 Jahre befinde ich mich mittlerweile in dem Unternehmen. Und, das ist auch ein Stück weit Ihr Unternehmen, so ein bisschen, oder? Ja, man gehört eigentlich schon zur Familie, okay. Kann man so sagen. Klasse. Wo finde ich Sie in Lauterbach? Ist es einfach zu finden? Ja, eigentlich schon nach dem Waldstück, wenn man von Richtung Völklingen herkommend durch Gerslautern, Ludweller fährt, fährt man durch ein Waldstück, so circa 4 Kilometer, und dann ist es gleich Ortseingang auf der linken Seite. Man sieht es jetzt deutlich durch die größere Halle. Vorher war da ein größeres Schild mit einem Plakat, wo man die Firma praktisch präsentiert hat. Braucht man nur links einzubiegen, dann steht man schon vor der Ausstellung. Der absolute Geheimtipp für Fliesen, also Ihr Fliesenhändler an der Saar, ja, das ist die Firma Bohr, mit einer großen Ausstellung natürlich Angela-Braun-Straße in Saarbrücken, ja, aber hier mit einem ultra großen Feld, wo eigentlich die Spezialisten herkommen, ja, wenn man hier sieht, was hier gemacht werden kann, und wir machen mal ein bisschen Werbung dafür, wenn auch Sie Fliesen suchen, also keine Angst, doch, haben Sie irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Preisen, wenn Leute kommen und sagen, ja, kostet aber so und so viel? Nein. Nee, das ist ganz entspannt, oder? Nein. Das muss man nicht eigentlich. Das Preisfeld decken wir halt größtenteils alles ab. Natürlich ist man gezielt in eine gewisse Wertigkeit, die man dem Kunde vermitteln möchte. Ich meine, der Unterschied zwischen günstig und billig ist immer noch gegeben. Was der Kunde nachher als Endresultat ja vorfinden möchte, ist ja ein schöner, fertiger Belag, der auch langlebig sein soll. Das fängt bei der Verlegung an, dass der Heimwerker eventuell schon merkt, gegebenenfalls den Unterschied, den Qualitätsunterschied zwischen einer billigen Fliese und einer günstigen Fliese schon mal. Das heißt, es tut Ihnen vielleicht auch manchmal in der Seele weh, wenn Sie sehen, dass es extrem günstiges Material verbaut wird, weil die Arbeit ist ja dieselbe, oder? Letztendlich. Letztendlich ja, aber es kann halt schon mal sein, dass ich bei der Billigvariante mehr Zeit verbringen möchte, die Ware auszusortieren. Natürlich, es gibt keine hundertprozentige Sortierung, aber es gibt schon einen Unterschied im Preisgefüge. Das heißt, ich sollte dann vielleicht nicht auf jede Marke gucken, sondern es macht Sinn, dass man statt 8 Euro auch mal 15, 16 investiert und hat vielleicht eine andere Sortierung, eine andere Qualität. Genau. Das können Sie alles begründen, ja, oder? Ja, genau. Eigentlich schon. Super. Macht es Sinn, einen Termin zu vereinbaren, wenn man hier beraten werden möchte? Oder kann man immer jederzeit kommen? Und wie sind die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten sind in der Woche montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr durchgehend und samstags von 9 bis 12. Sonntags ist auch immer geöffnet von 14 bis 17 Uhr, jedoch ohne Beratung. Ein Termin für eine Fliesenberatung müsste man nicht unbedingt haben. Die ist nicht zu aufwendig, weil man schaut ja eigentlich selbstständig das Programm durch, hat eventuell zwischendurch mal Fragen zu Größen, die nicht gezeigt sind, was es dafür gibt und welche Preise das man dafür hat. Für eine Badberatung, dafür muss man halt in der Regel immer 1-2 Stunden einplanen, und dafür wäre es schon besser, einen Termin zu vereinbaren. Das heißt aber auch, wenn ich das Bad selber bauen möchte, ich kriege hier alles. Ich kriege die Badewanne, ich kriege die Fliesen, ich kriege die Armaturen, richtig. Genau. Bis auf die Installation selber. Also jawohl. Die Rohre, das machen Sie ja, glaube ich, nicht, oder? Doch, auch das können wir besorgen. Das heißt, wenn der Heimwerker, sage ich mal, Sachen benötigt, können wir die auch besorgen. Natürlich sind Fittings oder gewisse Kleinanschlüsse bei uns nicht lagernd geführt. Dafür gibt es die Großhändler. Wir bestellen das. Das kommt über Nacht, sage ich mal, zur Baustelle gegebenenfalls oder zu uns hier und kann hier abgeholt werden. Super, vielen Dank. Nochmal kurz Ihr Name bitte. Markus Berndt. Markus Berndt in Lauterbach von der Firma Bohr Fliesen, richtig? Jawohl. Ihr Fliesenhändler an der Saar. Ich danke Ihnen. Gerne.